Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Scrap Mechanic. Vor mir mein Chefmechaniker, meine rechte Hand, mein linker Schuh, Fleischhammer. Das Gehirn, ach nee, Entschuldigung. Das Gehirn jetzt, der Operation, natürlich. Also Scrap Mechanic definitiv. Mein Bauingenieur. Hallöchen. Ja, wir sind hier in einem Felsen, guck, Felsen ist auch stabil. Es dampft nur kurz, wenn man drauf einschlägt. Ja, ich vermisse leider unsere Abschussbasis. Es fehlt so ein bisschen was. Ja, ist alles kaputt. Es kam ein Patch 1.1.9b. Und irgendwas macht der kaputt, der konvertiert auch die Save Games und das führt dazu, dass wenn man das Spiel praktisch rausgeht und wieder reingeht und das halt konvertiert hat, dann ist es kaputt. Ja. Und wir haben ein bisschen was probiert und Dinge getan, aber es hat nichts geholfen. Somit fangen wir neu an. Wir haben ja nicht so viel gebaut. Ein bisschen schade um unsere historischen Monumente der Menschheit. Aber naja, es ist weg. Also, naja. Okay. Naja, dann hören wir auf. Aber wir haben was vorbereitet, oder? Wir haben was vorbereitet. Ich habe zwischendurch ein kleines Projekt gestartet. Das nenne ich Matratzenklo-Mobil. Ja, und es klingt gut, wenn man vom Klo runtersteigt. Hört mal. Wird gespült. Ah, da wird gespült. Und man sitzt direkt so, dass man sitzen bleiben kann. Seht ihr? So. Ja. Warte mal. So. Und dann so. Ach nee. Ich habe ja das. Übrigens, Frontantrieb ist besser als Heckantrieb, habe ich festgestellt. Mhm. Einfach damit man nicht. Anders als im wahren Leben. Ja, würdest du dazu sagen. Ach, ich wollte noch ein Horn anbauen. Und der muss rechts lenken. So. Suchen wir uns mal eine Base. So, wir suchen uns mal ein schönes was. Es gibt was, ich habe das bei dem Helm gesehen. Da gibt es ja irgendwo einen Felsen, wo eine Schlucht dazwischen ist. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Als ja, Basisbau. Da kann man nicht mit einer Zugbrücke bauen und so. Ich steig mal aufs Klo. Mach mal. Bin da. Ich erhöhe mal die Energie direkt. Das hast du vorne dran gebaut, eine Hupe? Ja, eigentlich schon. Aber ich kann die irgendwie gerade nicht miteinander verbinden, komischerweise. Ach, man könnte damit hupen. Man könnte hupen, eigentlich. Kann man die im Klo verbinden? Warte mal. Probier mal. Moment, ist ja. Die Schiebe immer, ne? Hast du jetzt ist das vielleicht der Motor? Nö. Gut, dann will's nicht dran. Gut, suche. Go-Kart rennen! Hast du gesehen? Was eine Wende. Warten. Kunstvoll. Absolut. Sag mal eine Richtung. Irgendwo, wo Felsen sind, also irgendwo hoch. Wo ich meine, sind irgendwo hoch. Ja, ich meine, dass da irgendwie eine. Dass da irgendwo eine Stelle war, wo man. Oh Gott! Schon eine Bergzecke. Absolut. Das ist vielleicht ein bisschen wenig Energie. Ich glaube, ich hatte. Warte mal kurz. Du bist zu schwer. Ich bin zu schwer? Ja, tut mir leid. Wer ist hier dick? Nicht sagen. Ich bin nur dick angezogen. Guck mal jetzt. Da hinten. Oh. Oder? Da rechts? Da war irgendwie so eine Schlucht. Das fand ich richtig cool. Also ich hoffe, der Helm ist nicht böse, wenn wir das mal so klauen. Fahren wir da hoch, genau. Hier hoch. Ja, guck mal. Ich weiß nicht, das war so wie so eine Schlucht. Die ging praktisch, da war eine tiefe Schlucht und da gingen zwei Felsen links und rechts. Ich kenne die Map ja, nicht so. Ja, geht gut. Also läuft. Hoch will er nicht. Wieso hoch will er nicht? Also weil er zu. Hier habe ich letztens die Startversuche gemacht. Das kann sein. Fahr mal da, genau, folge mal dem Weg. Nee, das sah anders aus. Was hältst du denn von unserer. Naja, gut, eigentlich, wir brauchen eine freie Fläche, kennen uns doch. Naja. Brauchen was Größeres. Guck mal, da drüben. Da geht's ja hoch. Hoch hinaus. Meinst du, das ist das für uns? Naja. Aber dann brauchst du immer ewig, bis du wieder am Berg hoch bist, ne? Also. Ja. Aua. Da links ist ein Torbogen, aber das ist nicht das, was ich meine. Also links ist ja hier so. Ja, ich sehe den, ja. Ne? Fahr mal den um den Berg rum. Noch nicht optimal. Wo war denn? Das war auf jeden Fall ebenerdig und an der Seite ging so ein Canyon durch. Das jetzt, das macht du bist doch betrunken. Mit, das macht das Auto selber. Da das ist eine Matratze. Ein Matratzenauto. Ach, jetzt, das hat auch ein Gefühl. Hier ist es, hier ist es, hier ist es, hier ist es, hier ist es. Das ist es. Guck, siehst du das? Und ja, da oben könnte man jetzt schön. Ne? Ach, hier könnten wir so Startversuche machen? Nee. Nee, da oben kannst du eine schöne Zugbrücke drüber bauen. Hier oben. Um so Basis zu sichern gegen nicht vorhandenen Feind. Ah ja. Verstehst du? Geil. Also fahren wir jetzt hoch. Wir fahren hoch und bauen eine Zugbrücke. Das ist das erste Projekt. Das ist das erste Projekt? Ich wollte eigentlich. Ach, siehst du, wollte ich dir mal vorschlagen. Ja, wir können von unten nach oben bauen, oder? Nee? Nee? Ja, ach so. Ah, nee, wir können auch hier rechts hoch. Fahren wir auch rechts hoch. Greifelt ein. Ach so, der Feind könnte auch an der Seite hoch. Der Feind. Fahren wir hoch. Wir gucken mal. Was wolltest du mir vorschlagen? Wir machen eine Art Challenge. Na, das läuft noch. Das läuft ja, machen wir. Jeder baut was? Genau, wir bauen eine Rennstrecke. Oh Gott, Frontantrieb ist echt für den Arsch hier. Der zieht sich hier hin. Siehst du, merkst du das? Ich glaube, ich muss ihn mal höher legen gleich.
Wackelt der auch vorne? Ja, das ist nicht. Ich glaube, weißt du, was das Problem ist? Die Räder schlagen an dem Holz an. Könnte sein. Könnte. Komm, das müssen wir beheben. Wir können doch so nicht arbeiten. Hier hin, oder? Was, hier hin? Ist das nicht hier, wo du hin willst? Nee, das war da unten. Achso, ja, wir sind oberhalb, glaube ich, jetzt von dem Ding. Ja, wir müssen da höher. Ja, wir sind. Nee, hier ist schon richtig. Guck mal. Hier ist die Lücke. Komm mit. Wo sind die jetzt? Ich bin wieder zum Canyon hingerannt. Hier. Hallo? Ich sehe dich nicht. Komm wieder zurück, wo du herkamst. Ah, da, ich sehe dich. Ah, da. Hier hin. Genau, und hier dann drauf und dann nach da unten. Was so ausklappt, weißt du, was praktisch diese. Ich bin unten. Bist du jetzt unten? Ja, ich bin unten. Ja, cool. Also, am besten gleich unten Matratzen hinlegen. Ich dachte hier so, weißt du, hier so oben drauf und dann praktisch hier so eine Verbindung nach oben. Mit einklappen. Fand ich irgendwie eine gute Idee. Aber Matratze ist mein neues Lieblingsspielzeug. Ja. Kann man die aneinander stapeln? Oh nein! Bist du auch unten? Ich bin jetzt unten. Hi, du bist ja unten. Ich wollte unten sein. Ja, dann bauen wir das von hier unten auf, oder? Machen wir sowas ähnliches wie den Aufzug. Nur halt nach da oben. Ja, aber da unten können wir. Also, sei mir jetzt nicht böse, Mini. Ja. Ich verstehe, wo heute hinaus will. Ja, aber das ist wenn nicht wir so spannend. Jetzt da rüber bauen, dann ist da. Sind wir da drüben. Aber da ist nichts. Ja, ja, okay. War ja auch nur experimentell. Komm, wir laufen zum Auto wieder. War ja nur. Wir könnten einen riesen Katapult bauen. Was hältst du denn davon? Oh, ein Riesenkatapult, so ein Tribouchet. Ja. Wow. Ja, das ist gut. Und dann reinsetzen und. Genau. Und dann machen wir Abflugversuche. Das machen wir als erstes, aber vom Berg runter, damit es noch. Ne? Ja, genau. Dann da oben, wo das Auto steht. Ach, da? Ja, ich dachte, da oben geht es doch noch höher. Dann geht's noch. Ach so. Okay. Ja, gut. Lass mal das Auto da stehen. Wir wissen ja, wo es steht. Kriegst du eh nicht mehr da hoch, da. Notfallauto. Wir müssen einen Offroader bauen. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall ein Rettungsauto, weil wir haben ja gemerkt, das ist ja gefährlich. Bei uns, wir brauchen ein Rettungsauto. Wir brauchen ein Rettungsauto. Ist ja. Oh. Vielleicht sollten wir uns hier. Guck mal. Ja. Wo bist denn du? Eine Treppe bauen. Eine Matratzentreppe. Ja, du bist gar nicht so blöd. Was steht denn hier? Bed certified. Do not remove. Okay. Oh. Okay. Okay. Das ist super. Ja, ja. So. Okay. Noch höher? Noch höher. Wenn dann ein Top jetzt rumlaufen? Naja, komm dann. King of Sales, was willst du? Willst du eine Treppe? Dann bau eine Treppe. Nee, das sieht doch viel cooler aus, eine Treppe. Das dauert zu lange. Na, das dauert zu lange. Okay, dann müssen wir halt hochlaufen. Wir müssten von hier unten so. Aber grundlegend brauchen wir eine Nottreppe. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Pass mal auf. Mhm. Ich will wieder hochkommen. Ein Aufzug? Ja, das ja. Das geht nicht, so gell? Eine Art Aufzug. Pass auf. Brauch Holz. Brauch eine Schiene bauen und dann einen Sitz und dann hinsetzen und hochschießen mit Raketen. So. Meinst du, Mechaniker? Du kennst mich. Ja gut, dann komm, dann machen wir hier unten, wo es ein bisschen flach ist, nicht an der Schräge, das ist irgendwie doof. Außerdem ist hier am höchsten. Die Challenge ist, wer als erster da hochkommt, okay? Wer als erstes durch eine Mechaniker. Okay, probieren wir aus. Ja? Ja. Hoffe ich gut. Aber kommen wir ja, okay. Ja? Ja. Oh, das war falsch. Jetzt ist die Frage, muss der erst, der braucht eine Grundplattform, gell? Sonst geht das nicht. Der braucht eine quasi eine Grundplattform. Moment, wie? Ganz kurz nochmal drüber sprechen. Ja? Was denn? ganz kurz drüber sprechen. Hochkommen, dass man auch wieder runterkommt oder einfach so hochfliegen nur und hochgeschossen sein? Nur hoch, auch nicht runter. Es geht nur ums Obensein. Das ist aber leicht, müsst ihr jetzt sagen. Das ist Pillepalle. Das ist überhaupt kein Problem. Hammer Stahl? Ich glaube, dieses Hammer. Barriereblock? Nee, was ist denn Stahl? Das ist das Blaue, ne? Ist das Teilblock? Metalblock. Ich glaube, eins reicht. So. Jetzt könnte ich das abmachen. Perfekt. Dieses Buch brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Das ist nur für den Anfänger. Den Hammer brauchst du eigentlich auch nicht. Naja, du könntest jetzt hier so Hammerhockey spielen, warte. Ich spiele ja, ich weiß, was du meinst, aber. Machst du doch ständig. Hä? Wir könnten Fußball spielen oder so eine Art. Feldhockey spielen? Ja. So, weiter jetzt im Text. So. Das ist gut. Ich bin fertig. Ich bin oben. Quatsch. Natürlich. Du bist oben. Ja, klar. Wo denn? Ich glaube, du übertreibst. Du schummst dich?
Ich glaube, du bist noch nicht oben? Noch nicht so schnell, nein. Okay. Okay, meins ist nicht so durchdacht. Dafür brauche ich Ausleger. Ausleger sind gut. Schisse? Richtig? Ausleger sind gut. Aber nicht abgucken, ne? Du kenn dich. Du bist doch wie in der Schule früher. Zack. Mias hat eine 1. Ja. Wie der Nachbar. Hörst du mich überhaupt noch? Ich hab das Gefühl, du ignorierst mich hart. Ja, ja. Wieso kann man nicht den Balken nicht quer anlegen? Kannst du mal so mit Q und E drehen? Ja, das habe ich, aber das will nicht, wie ich will. Okay. Das will nicht so. Ach, es geht schon. So, erster Flugversuch. Achso. Nein, nicht umgehen. Das will nicht so. Tut mir leid. Du hast besser, da unten ist gerade. Okay, reicht nicht. Energie. Eins mehr. Ja, geht. Okay. What? What? Ich bin oben. Nee, du bist nicht oben. Doch, fast. Du bist nicht oben. Ja. Doch, bald. Der hat sich nach rechts gedreht. Macht meine auch, komischerweise. Ja, warum? Weil der Berg schräg ist. Klar. Das heißt, eine Plattform vorher bauen. Meinst du, dass er dann eine Startplattform oder was können wir machen? Wir müssen gleiche Mittel für jeden. Das geht so nicht. So, jetzt. So. Nimm mal dein Gefährt da weg. Warte. Ja. Soll ich kurz helfen, oder? No, geht. So. Toll, warte. Du stellst eins in die Mitte. Da habe ich auch keinen Platz. So, hier. Ja, doch, geht, alles klar. So, jetzt machen wir's. Challenge 1. Halt. Halt! Nein, ich bin zu weit weg. Ja, warte. Du bist nicht mehr im. Ah. Au. Ja, hat jetzt nicht so. Gerade so. Aber ich finde, die Idee war ja schon ziemlich gut jetzt. Die Idee war super, aber ich muss das vorne schwerer machen. Du musst, genau, du musst vorne noch ein Gewicht anbringen. Tag jetzt gemacht. So, mache ich jetzt auch. Achso. Okay, das fällt schon einfach so. Wir müssen uns immer so gegenseitig Aufgaben stellen. Ja, genau. Das ist zu schwer. Okay, das ist scheiße. Nein, nicht mach das Ding so. Okay, ich mach einfach mit voller Energie, was soll's. Okay, reicht nicht. Oh Gott, bleib hier. Kommst du klar? Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme wieder. Ich hänge jetzt hier ein bisschen fest. Ist doof. Warum? Hä? Warum? Darum. Hä? Problem ist, dass ich null lenken kann. Ja, stimmt. Das ist auch mein Problem. Also müssen wir das anders machen. Das ist ja... Das ist eine scheinbar einfache Aufgabe für 20 Minuten. Aber. Ja, hat dir niemand gesagt, dass man das in 20 Minuten lösen muss? Nee, das hat keiner gesagt. Aber gedacht wahrscheinlich. Ja. Ich jedenfalls. So, du hast gedacht, wir schaffen das in 20 Minuten. Aber. Okay, ich habe prinzipiell halt die Lösung. Aber. Aber noch nicht ganz? Noch nicht ganz. So, Freund. Nochmal. Nee.
Funktioniert noch nicht ganz. Nicht ganz. Wo bist du? Kommst du wieder her oder? Ich probier's. Ach so. Bin mir noch gerade unsicher, wo du bist. Spielen, wo der liegt, meinst du? Ja, genau. Also. Nee, das schaffe ich nicht. Okay, ich habe das gleiche Problem wie du gerade. Das bist nach hinten weggetrieben wahrscheinlich, bin jetzt, ne? Warum kriegen wir das mit dem Fluggerät nicht hin? Weil wir doof sind? Nee, ich glaube nicht. Oder wir haben das Grundprinzip noch nicht verstanden von Scrap Mechanic. Doch, haben Fliegen wir. Ist nicht. Spaß. Mann, ey, muss ich jetzt wirklich übertreiben? Bist du hin? Muss das sein? Ich dachte, hier kannst du dann einfach... Hier war das doch, oder? War das nicht hier? Da musst du eine Plattform sein. Hier ist die Plattform, ja. Ja, dann bist du... Also die Plattform ist der Startpunkt, ne? Sind wir uns einig? Ja, da sind wir uns einig, ja. Gut. Bist du hingelaufen jetzt? Kippst du... Ja, hm. Okay. Warum bist du abgekippt? Okay, ja, super. Ja, yes, das ist super, wenn du das... So. Warum hat er immer so einen Rechtsstrahl? Okay, bin in der Felswand gelandet. Aber zumindest nicht ganz unten. Warum macht er das? Hat das was mit Gewicht zu tun? Große Frage. Ich verstehe halt nicht, warum er... Ne, ja, mit Sicherheit hat das mit Gewicht zu tun. Aber ich verstehe halt nicht, warum er so abkippt. Er dreht sich mal... Ah, nein, nicht da! Nein! Oh! Oh! Ja, gut. Wir sind im Trudel. Ich höre dich. Ich sehe dich. Warte! Im Trudel. Nein, das ist die falsche Richtung! Ah! Du bist mir sehr nahe gekommen. Hier drüben bin ich hinter dir quasi. Hi. Was? Bin ich hinter dir? Ja, ich bin hinter dir. Ah, guten Tag. Hi. Guten Tag. Die von hier aus willst du starten? Ja. Naja, das Spiel, wo er liegt, ne? Ah, Soll ich uns mal eine neue Plattform bauen? Ja. So. Klonk. Mache mal. So, Plattform. Wo ist mein... Da ist er. Du meinst, so wird's besser? Nein. Ja. Die Auslegungskraft kann ich hiermit unter Kontrolle halten. Okay. Das sind die schwebenden Düsen. Also die wackelnden. Verstehst du? Wie ich meine. Sehe, du verstehst mich. So, jetzt muss ich leider nur, ich muss halt ein bisschen in die Trickkiste greifen. Jetzt mich. Da halt mal einen Computer anbauen und einen Schalter. Könnte natürlich auch ein Auto bauen und einfach hochfahren, aber. Ja, wer als erstes da oben ist, hieß ja nicht unbedingt ein Fluggerät. Ja, genau. Wobei es mit Fluggeräten natürlich ein bisschen spannender ist, weil das haben wir bis jetzt in den letzten Folgen besonders gut hinbekommen. Richtig, ja. So, wo ist der Sitz hin? Da ist er. An 1, an 1, an 1. So. Und ich möchte gerne. So. Und beide müssen auf 30 Grad blau. Das ist gut. Jetzt hänge ich hier fest in meiner eigenen Bude hier. Na, kommst klar? Mhm. Ich konzentriere mich nur wieder, hörst du doch. Ich höre das, ja. Und das wird jetzt was, ja. Weiß ich nicht, dass das kommt ein bisschen jetzt auf schwer ist, so? Wieso? Wow. Wer ist hier dick? So, jetzt pass auf. So, ich kann jetzt nicht testen, ob der... Okay, das passt schon mal nicht. Muss ich auf jeden Fall umdrehen. Eine Seite muss umgedreht sein. So. Oh! Ja? Ja? Ich sehe dich nicht mehr. Brauchst du eine neue Plattform?
Minions, wir brauchen eine neue Plattform. Okay, ja. Ich kann auf jeden Fall schon mal... Wow. Aua. Wo bist du? Ich bin noch in der Nähe unserer Plattform. Meiner macht hier nur Schläge. Ich mach grad Breakdance. Okay. Hm. Ah! Das ist ja wirklich unser Kryptonit, ne? Nee, das ist nicht... Oh, ich bin an der Mauer. Aber wenn er erstmal auf dem Dach liegt, dann ist das nicht schlecht. Ja? Oh, pass auf mich, ich glaube, ich habe es. Auf und davon. Nee, das ist hinten zu viel. Ich flieg noch um. Passt. Denn steuern? Ich kann, klar, ich steuere. Das hat alles Absicht, weil ich immer, ich bin auf jeden Fall nah dran. Ja. nein, bleib doch, nein. Und übrigens hat jemand gesagt, mit Alt kann man die Gradzahlen auch langsam einstellen, also in einer Schritten. Falls mal irgendwas nicht passen sollte. Okay, sind alle blöd. Ja, haben sie recht. Also, weiß ich gar nicht. Okay, krass. Gute Idee. Mhm, machen wir so. Völlig überfordert. Wo bist du jetzt eigentlich? Mal wieder. So, da ich bin fast da. Du bist da hinten, ich sehe dich. Ja, hast du mich gesehen? Mhm. Jetzt nochmal. Okay. Und das ist vorwärts. Oh. So, dann muss der als zweites halt einfach auf 0 gehen. Also minus 30 Grad. Und dann. Jack, wir sind bei 22 Uhr. Wir haben es nicht geschafft, da hochzukommen. Gerne. Ich komme mal zu dir. Na, wie macht er denn diese Drehung? Ist deiner auch so gut? Meiner ist eher ein Grill geworden. Ein Düsengrill. Also ihr merkt schon, wir sind auf jeden Fall weiter als zuvor. Ja. Wir haben eine Challenge. Als nächstes bauen wir einen Klotz. Einfach einen Würfel bauen. Genau. Sag mir mal, warum das nicht funktioniert. Weißt du auch nicht, wa? Wir sind zu doof für sowas. Willst du mal meins Probe fliegen? Komm, wir machen es mal. Ja, Folge. Komm, wir proben. Warte mal, genau. Jeder darf mal. Was hast du hier gebaut? Okay, das war jetzt... Oh. du hast mich hoch aufs Dach gelegt. Einfach mitgenommen. Nee, das ist hier doof. So, irgendwo, wo es gerade ist, hier. Probiere. Hast du alle auf volle Energie gemacht, oder was? Nee, die unteren haben weniger. Ah, okay. Zu wenig. Oh ja. Also, wenn ich dann eine halbe Stunde halte, dann... Ach so. Ja, du kannst lenken. Hier so die Lenkung einbaut. Okay, ja. Das hätte ich nicht gewusst. Du hast ja gar nichts zum Lenken. Klar. Du musst halt okay, nur... ich bin fertig. Ist ja geil. Du wolltest damit so bremsen und... Aha. Gut, meine Damen und Herren. Ja. Ich würde sagen, neue Folge, neues Glück. Wir sehen uns in der nächsten wieder, wa? Bis zum nächsten. Tschüss.